Herzlich willkommen zur nächsten Time and Eternity Episode. Ich bin Soevo für We Play Games for You und ja, wir sind weiterhin hier in dem Wald unterwegs, um die Sidequests zu erledigen, den Hamster zu finden und so weiter. Sind jetzt hier gerade einmal im Kreis gelaufen, nachdem wir den Vampir getötet haben. Und sind jetzt hier wieder unterwegs zu diesem Magiermädchen, das den Ring wieder auffüllen kann. Mit den Sachen von den Succubinen, die wir da bekommen haben. So, Zauber. Zauber. Sehr gut, sehr gut. So, weg mit dir. Einfach umschießen. Sehr gut. Und was kommt jetzt noch? Nochmal so einer. Zaubern wir direkt. Direkt nochmal. Gar keine Zeit verlieren. Das hättest du wohl ganz gern, Kollege. Bei Level Up hatten wir ja erst. Es wird noch ein bisschen dauern, bis da wieder einer kommt. Aber erstmal können wir jetzt hier, wie gesagt, die Quest abgeben. Finde ich schon mal sehr gut. So. Hier hast du deine Bullets. Wie versprochen, werde ich den Ring mit Magie füllen. Okay. Ja, habt ihr es wieder. Dankeschön. Sag ihm, dass ich Hallo gesagt habe. Und lasst ihn euch nicht zu viel herumkommandieren. Verstanden. Ich denke, es ist ein bisschen zu spät dafür. Okay. Quest abgeschlossen. Sehr schön, sehr schön. Dann gehen wir gleich mal zurück zu dem anderen. Denke ich. Mal zaubern. Und totschießen. Perfekt. Oh, wer bist du denn? Ob da ein Flair vorher rausgeht? Mal gucken. Tatsache. Perfekt. Wieder so einer. Zauber. Und tot. Zaubern. Nochmal zaubern. Und tot. Ja, die konnten ja leider gar nichts mehr. Bisschen schade. Aber egal. Ich denke, wir könnten mal wieder so ein Spicy Candy Ding benutzen, einfach. So. Bringt ja nichts, wenn wir jetzt hier die kleinen Gegner da töten. Die bringen uns überhaupt nichts. So können wir uns wenigstens hier in Ruhe bewegen und kommen mal ein bisschen voran. Der Wald ist nämlich schon riesig. Wie wir schon feststellen mussten. So, da müssten wir jetzt eigentlich. Da geht's. Also nach unten rum ging es weiter. Wir gehen jetzt erstmal nach oben rum zurück, um mit dem. Ronny hieß er, glaube ich, zu reden. Der muss ja hier eigentlich irgendwo in der Nähe sein. Da oben ist er doch schon. Alles klar. Das passt doch gut. Gucken, ob der uns nämlich dann auch eine neue Quest vielleicht gleich gibt. Sehr gespannt. Wieder vier Gegner. Na gut, damit kann ich leben, dadurch, dass wir ja diesen Spicy Candy Kram benutzt haben.
Das ist ja gar kein Ding. So, einer wieder. Vorher ja leider keine Magie. So, der ist tot, perfekt. So einer. Das bringt uns jetzt aber jetzt nichts. Wir haben keine Magiepunkte mehr. Jetzt aber. Weg mit dir. Perfekt. Oder kommt ja noch einer? Ich dachte, das war der letzte. Okay. Noch Zauber. Direkt nochmal Zauber. Oh Gott, das wird nix. Okay. So ging's natürlich auch. So, Quest. Check. So, hier hast du deinen Ring mit Magie zurück. Gute Arbeit. Und so, nun willst du uns also das Zauberbuch zurückgeben. So, da sind diese Golems in dem Wald. In dem verfluchten Wald. Ich brauche etwas, das sie droppen. Aber ich kann sie nicht alleine töten. So, also kriegen wir das Buch noch immer noch nicht zurück. Ja, weißt du, macht nur noch diese eine Sache für mich. Du Verarsch. Oh nein. Er sagt, er überlässt es uns, er gibt uns auch seine letzte, er teilt uns seine letzte Entdeckung mit, wie man in dem Frauenherz eindringen kann. Ich würde natürlich gerne alles darüber hören. Okay. So wirklich verstehen tue ich es noch nicht. Mal gucken. Aha, wieso? Okay, geht wohl irgendwie um einen Spinn. Also einen Binnfaden irgendwie. Und dass er wirklich beides hat, irgendwie da aufzudrehen oder so. Ich sehe, ich verstehe es, was eine lächerliche Reaktion. Wie auch immer. Dark Crystals, die haben wir Gott sei Dank natürlich schon alle. Das ist perfekt. So, hier hast du sie. Du könntest wenigstens Danke sagen. Dankeschön. Oh, er sagt es. Okay, jetzt kann er seine Untersuchung über das Frauenherz in das auf ein nächsthöhere Level heben. Ja, okay, ich hoffe, es wird was Anständiges. Ich kann es kaum erwarten. So, dann gib uns bitte das Buch zurück und er sollte uns jetzt ein paar ganz besondere, spezielle Geschenke geben. Wir sollen sie bitte akzeptieren. Was? Du bist überraschend nett. Dankeschön. Und wir haben ein Silberschwert und eine Silberpistole bekommen. Gucken, ob die was bringen. Oh, die sind wirklich gut. Können wir die natürlich ausrüsten. Gibt's hier noch irgendwas Neues? Nur. Hier auch nicht. Nur. Nö. Gut, dann hat es immerhin die Waffen gelohnt. Das ist doch schon mal was. Jetzt müssen wir weiter hier rum. Gut, dass wir die Dark Crystals da schon hatten. Das war einiges an Zeit erspart, wie ich finde. Jetzt gehen wir den anderen Weg noch entlang und gucken, dass wir da den Hamster ordentlich mal finden. Am besten auch noch mehr und nicht nur den Hamster. Auf jeden Fall hier unten rum. Sehr gespannt, was uns hier noch erwarten mag und wie groß das überhaupt noch ist. Davon ist auf jeden Fall noch eine Quest. Und der Hamster. Also ich nehme an, es ist der Hamster. Mal schauen, was uns hier erwartet. Sagen wir, holen als erstes mal den Hamster.
Wasser ohne Succubus, oder? Zauber, Zauber, Zauber! Ausweichen. Komm, du machst sie nochmal, weiß ich doch. So, jetzt töten. Ab. Kein Ding. Und noch eine. Das ist jetzt eine kleine Überraschung, wenn ich ehrlich bin. So, Zauber. Direkt nochmal zaubern vielleicht. Vielleicht reicht es ja. Das hat leider nicht gereicht, aber ist auch nicht weiter schlimm. Können wir halt auch so umschießen. Nicht weiter schlimm. Ja, da freut sie sich. So, erstmal den Hamster holen. Ja, Tatsache ist es der Hamster. Und was hast du hier noch zu sagen? Oh, das ist die Gloria. Ja. Das ist die frühere Chefin da von dem Monthly Magazine. Dass sie und Eddie zusammen rausgebracht haben. Das ist ja nicht mehr. Eddie hat uns gefragt, dass wir nach dir mal sehen sollen. Eddie hat das getan. Er war etwas besorgt wegen dir. Bitte geh zurück zu ihm. Er sucht wahrscheinlich schon nach dir, während wir hier reden. Was, wirklich? Er sagte so etwas wie, er kann nicht mehr ohne dich sein. Was? Eddie braucht mich. Obwohl wir das Magazin nicht mehr rausbringen. Das ist richtig, er braucht dich. Eddie. Alles klar, ich muss also zurück zu Eddie. Danke euch beiden. Sie weiß es wirklich zu schätzen. Alles klar, dann müssten wir ja hier eigentlich fertig sein. Eigentlich. Wir benutzen einfach mal so einen... ich gehe zurück auf die Mapkarte. Item-Ding. Okay, gucken wir mal. Weil ich wüsste jetzt nicht mehr, ob wir da irgendwie einen Weg noch offen gelassen hätten. Ich glaube eigentlich nicht. Gut, da haben wir wirklich alles erledigt. Genauso wie hier ist noch eine Quest auf, und das ist die Hamster-Quest. Dann gehen wir jetzt hier hin und tun erstmal alle Side-Quests abgeben. Sehr cool, sehr cool. Den ganzen Batzen erledigt. Okay, da haben wir diesen Weight-Shaker bekommen, also den Gewichtsverlust-Maschinenteil. Danke dir. Mrs. Makimona ist so glücklich, dass sie uns hat. Na, jetzt um es anzumachen. Oh yeah. Danke euch. Okay. So, ihr habt es vermischt. Vielen, vielen Dank. Das ist wirklich sehr wichtig für mich. Weil da sind ein paar Sachen, die nur in der ersten Edition von dem Buch sind. Danke, danke, danke. So, was haben wir hier noch? Hey, ihr habt ihr den Vampir besiegt? Klar haben wir das. Oh, super. Ich weiß es zu schätzen. Danke euch von tiefstem Herzen. Du solltest jetzt in Frieden ruhen können, oder? Ja, danke euch beiden. Sollte ich in Frieden ruhen können? In der Theorie. In der Theorie. Ja, wisst ihr, ich möchte eigentlich noch ein bisschen länger rumhängen. So, deswegen denke ich, ich bleib einfach hier in der Welt. Okay, er sagte, was du da für einen Scheiß erzählst. Du hast hier bestimmt schon nur rumgehangen, als dieser Platz noch, als du noch am Leben warst. Upsi. So, also habt ihr das gehört? Naja, haben wir. Was,
was also bedeutet, als du gesagt hast, dass der Ort hier sehr erfolgreich war. Es war eine Lüge, er entschuldigt sich. Er wollte nur, dass wir denken, er wäre der Geist von einem wirklich großartigen Bürgermeister gewesen. Verdammt. So, da wir jetzt uns um den Vampir gekümmert haben, bist du bereit, uns etwas über Makimona zu erzählen? Dr. Makimona? Ja, ja, Dr. Makimona. Also gut. Ich habe Dr. Makimona erwähnt. Sie ist ein Experte im Probleme lösen, richtig? Ja. Es gibt Gerüchte, dass da ein bisschen mehr dahinter steckt. Weil für bestimmte Gründe ist sie einfach zu gut für das, was sie tut. Angeblich ist sie, ein Part, also ein Teil einer gewissen Untergrundorganisation. Was bedeutet das, eine Untergrundorganisation? Was ist das meint, dass sie Connections zu ganz vielen schlimmen und bösen Leuten hat? Das heißt also, wenn einer dieser Leute das Problem verursacht, geht sie einfach hin und redet mit ihm direkt. Ah ja, ich kann es doch vollkommen nachvollziehen, dass sie in sowas involviert ist. Ich muss euch daran erinnern, es ist bloß ein Gerücht. Also erzählt es der guten Doktorin nicht, was ich euch erzählt habe. Persönlich denke ich, sie ist ein ganz normales Mädchen, wo Träume über Liebe und Hochzeit hat. So wie jeder andere auch. Ich muss ganz streng widersprechen über diese Diagnose. Aber wenn der Bürgermeister das so sagt, dann ist es vielleicht wahr. Wie auch immer, danke für eure Hilfe. Ich werde sicher gehen, dass ich allen erzähle, was für eine gute Arbeit ihr geleistet habt. Und sagt Dr. Makimona Hallo von mir. Okay. Wo haben wir wieder ein Schwert und eine Waffe bekommen? Ein Schwert und eine Pistole, so rum. So, das ist der arme Mario. Wie ist es denn gelaufen? 5 Kronos, also 5 Kronos mehr. Das ist es. Sie sagte, dass du nicht einmal arbeitest. Verdammt, sie hat einen guten Punkt. Aber weißt du, immerhin ist es hochgegangen. Und vielen Dank. Okay, das waren alle Sidequests. Dann gehen wir mal zu der Makimona. So, ihr Leute habt alles erlegt. So, wir haben unglaubliche Arbeit geleistet. Es war super, super gut, dass ich nichts tun musste. Also halt dein Versprechen und erzähl uns über Rayo. Was weiß sie über die Angriff auf die Hochzeit? Was auch immer du sagst, ich hab nichts zu verlieren, wenn ich es euch erzähle. Was ihr wirklich wissen müsst, ist, dass das Mädchen Geheimnis hat. Ja, das ist offensichtlich. Schon immer, seit sie eben diese Kleine ist, musste sie mit dem legendären Drachen klarkommen. Der legendäre Drache. Sein Name ist Nether Drake. Okay, der kann irgendwie Wünsche erfüllen oder so, und sie hat... Aber jedes Mal, wenn sie nach seiner Hilfe fragt, muss sie irgendwas im Austausch dafür tun. So, also sie ist letztens zu ihm gegangen mit einem Wunsch. Und für den Wunsch sollte sie die Prinzessin attackieren. Warum auf Erden wollte er, dass sie das tut? Ich weiß auch nicht. Was war ihr Wunsch?
Wer weiß das? Was er weiß, ist, dass der Netherdrache die Körper von Menschen kontrollieren kann. Was? Sie könnte wirklich in Gefahr sein. Das hast du jetzt erst realisiert. Soraya wurde also kontrolliert. Was, was in der Vergangenheit passiert? So, du hast also Ryo dazu gebracht, dir Kuchen zu bringen. Kuchen? Ich weiß nicht, wovon ihr sprecht. Du bist ein furchtbarer Lügner. Sollen mit der Ryo selber reden, wenn wir die Geschichte hören wollen? Sie war erst kürzlich hier. Sie wollte zu dieser Glucosa-Insel und sollen doch da hingehen. Da ist wohl dieser Netherdrache. Sie will den Deal wohl unrückgängig machen. Es wird wahrscheinlich nicht sehr gut laufen. Warum nicht? Da wird sie vielleicht, du weißt schon, essen. Was, was? So, er ist also ein hungriger, hungriger Drache. Wir müssen sofort dahin und Ryo finden. Okay. Okay, sollen wir also ihr hinterhergehen? Kriegen hier noch zwei Sidequests scheinbar. Ihr seid Makimonas Assistenten, richtig? Ja, das ist richtig. Ich schätze schon. Mein Name ist Tsukasa. Könnt ihr mir bei etwas helfen? Bei was denn? Sie hat Makimona immer um Rat für ihre Probleme gebeten. Sowas wie Sachen bei der Geisterschule oder was sie mit was sie sich von ihrem Papa geben lassen soll. Sie ist wie eine große Schwester für mich. Oh, ich verstehe, wie nett von ihr. Sie möchte ihr Blumen geben als ihr Weg, um ihr Danke zu sagen. Da sind ein paar sehr schöne Blumen in dem nördlichen Part von den windigen Ebenen. Würdet ihr welche für mich besorgen? Absolut. Danke. Okay. Sollen wir also da Blumen besorgen? Wo bin ich denn? Dieser Ort erschreckt mich. Ich möchte zurück nach Hause. Was machst du denn hier, Ray? Prinzessin. Das ist der Koch von Tokis Schloss. Er hat geplant, Hühnchen beim Grill im Schloss zu servieren. So, also ist er hier rausgekommen, um noch ein bisschen Hühnchen zu suchen. Aber er ist verloren gegangen. Ich schätze, ich muss meinen Job wohl aufgeben. Was? Ich habe wirklich immer alles zu diesem Job gegeben. Weil ich kann nichts halbherzig tun. Ich gehe und besorge diese Hühnchen für dich. Was? Ich kann das nicht tun lassen, Prinzessin. Keine Sorge, der Platz ist gefährlich. So, wo kann ich denn diese Vögel finden? In den windigen Ebenen. Wenn du die Vögel dort besiegst, kannst du das perfekte Fleisch für gegrilltes Hühnchen finden. Okay, ich sollte jetzt gehen. Warte genau hier. Okay. So, da haben wir unsere Aufgaben wohl bekommen. Dann checken wir gerade nochmal die oberen Plätze, würde ich sagen. Hier ist nix, und dann gehen wir weiter. Der Netherdrache ist auf der Insel. Wir können durch die windigen Ebenen dahin gelangen. Lass uns gehen. Okay. Das sind die windigen Ebenen. Oder Windebenen. Wie auch immer man sie nennen möchte. Hier ist auf jeden Fall schon mal ein Wegpunkt, der ein bisschen versteckt ist. Mal wieder. Diesmal sind wir wenigstens nicht dran vorbeigerannt. Dann speichern wir an der Stelle doch mal.
Und dann würde ich sagen, beenden wir die Episode an dieser Stelle. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen und sage ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.